Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink und wir spielen Soma. Auf der linken Seite haben wir eine Tür und auf der rechten Seite den Hausmeister, der jetzt hier, ich hoffe, nicht in unsere Richtung kommt, denn wir müssen durch die Tür. In der letzten Folge gab es eine kleine Verfolgungsjagd mit ihm. Ich kann ja die Tür einfach mal öffnen und dann wird er wahrscheinlich angerannt kommen. Ach so, das ist ein Luftschacht oder so. So. Oh, ein Speicherpunkt. Haben wir hier nichts. Und hier auch nichts. Okay. Oh, natürlich verfolgt er uns. Oh, da ist einer. Ein anderer. No! Fuck. Er hat uns erwischt. Ich sehe nichts mehr. Kurz durchatmen. Schnell heilen. Einmal die Faust rein. Wieder verstecken. Puh. Ich hab's ja in der letzten Folge schon erwähnt. Es ist ganz schön dunkel hier. Ich hoffe, ihr könnt. Ihr könnt auf YouTube was erkennen, denn er stand gerade direkt vor uns. Ich kann das auch nur ganz schwer erkennen. Er ist jetzt da. Also hier so. Und geht jetzt hoffentlich hier rechts lang. Damit ich da hinten hin kann. Nein, er dreht um. Oh, und er kommt wieder. Hallo. Doch weg. Ganz schön empfindlich, der junge Mann. Schnell rein. Und zu. Oh, wie viele sind denn noch davon da? Ich kann ja auch nicht rennen oder schnell kriechen. Ich bin einfach nur langsam unterwegs. Ich
Was? Oh, hallo. Oh mein Gott. Das ist echt nicht schön. Was ist hier? Das sieht aus wie ein Roboterkopf. Oh ja, da ist der nächste. Da ist eine Tür. Da ist das Monster. Wo gehst du lang? Wieder zurück. Nee, du musst hier da links, damit ich da durch kann. Ich könnte natürlich auch einfach auf gut Glück rennen, aber ich möchte es natürlich schleichenderweise probieren. Was war das? Ist das Ding wieder zugegangen? Kollege. Ich kann hier nicht ewig warten. Was quietscht denn hier immer? Ja, jetzt hängt er irgendwie da hinten. Toll. Ne, er kommt. Hallo. Jetzt geh mal hier links lang, Mensch. Nee, er will nicht. Ja, du hast was gehört, ne? Sehr empfindlich. Mann. Ich lock den jetzt einfach hier hin, oder? Oder? Ich trau mich nicht, aber es hilft ja nichts. Der geht ja immer wieder. Irgendwas zum Werfen vielleicht? Jo. Dim. Ist noch nicht verlaufen hier. Mist, ich habe das Gefühl, ich muss hier irgendwas einsammeln. Ist er.
Was muss ich hier machen? Ich glaube, das hat ihm nicht so gefallen. Hat das die Tür da hinten aktiviert? Da ist er. Düm, 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 düm. Weg hier! Wuhu! wieder auftauchen bitte? Wuhu! Ja, Mr. Hausmeister! Ja, so. Dahin, ne? Oh, Mist. Oh, ich sehe nichts. Shit. Hier hoch? Nö. Ich sehe eine Leiter? Nein. Muss ich jetzt hier komplett rumschwimmen? Selbst mit Licht sehe ich hier ganz schlecht. Leiter. Na, dann klettern wir mal nach oben. Nee. Ah, hier. Okay. Kollege ist uns nicht gefolgt, ne? Ne, der kann, glaube ich, nicht schwimmen. Also entweder jetzt hier drauf springen oder die Leiter benutzen. So, da nicht. Ne, hier lang. Okay. ich traue diesen Leitern nicht. Ich habe immer Schiss, dass die zusammenbrechen. Aber das kennen wir ja schon. Ich hoffe, wir sind hier richtig. So, noch mehr Leitern. Da runter. Bin mir nicht sicher.
bin gerade etwas überfragt. Könnte natürlich sein, dass wir da durch müssen. Versuch noch mal. Kann ich hier hin? Ja gut, dann versuchen wir es mal darüber zu springen. Wird schon nichts passieren. Die Leitern können wir auch nicht bewegen. Okay. Geronimo! Oh! Ach nö, ich dachte, wir hätten es hinter uns. So, heilen müssen wir nicht, ne? Emergency Flush. Ah ja, dann machen wir das mal. Wow. Raus hier, schnell! Das Monster ist hinter uns her. Wir werden den Abfluss runtergespült. Oh, wir sind draußen. Oh. Oh, ja. Da ist unser Vorgänger. Gott sei Dank sind wir hier raus. Wer bist du? Shit, Hart blew a VO2 surplus. She sealed the tunnel. She really didn't want Akers following us to Omicron. Ah, shit, she's fucking hurt. Her suit is leaking. We had to get her to Omicron. Shit, it's bad, real bad. Oh, fuck, no! Oh, sie haben sie einfach da liegen lassen. Aber auch wir müssen nach Omicron. Hören wieder den Wahlgesang. Vielleicht treffen wir ja mal einen. Das war ein Horrortrip. Das muss ich nicht normal haben. Es wird gespeichert. Was haben wir hier? Alright. Let's find Omicron. Sind das für Sphären? Spannend. Das sieht ja cool aus. Ich glaube, da können wir irgendwas machen. Oh, Stromausfall. Okay. Was machen diese Dinger? Und wo können wir den Strom wiederherstellen? Hier ist überall Stromausfall. Da hinten ist irgendwas. Vielleicht den Strom wiederherstellen?
Ventile, Knöpfe, noch eine Leiter. Stromausfall offline, okay, ja, ergibt Sinn. Warning, before flushing, make sure to open die Ventile und das, wir müssen die Pumpe anmachen. Dann öffnen wir die mal. Oder auch nicht. Bewegt sich kein Stück. Jetzt? Ah ja, jetzt scheint hier was passiert zu sein. So, Ventile geöffnet. Pumpe wird angeschmissen. Und dann Flush. Stromausfall. Dann gehen wir mal nach oben, ne? Oh, was war das denn? Hallo? Okay. Not getting anything. I can't read him like the others. Nee. Irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht weil sein Kopf verletzt ist? Packen wir mal das Omni-Tool hier rein. Catherine? What? There you are. Where are we? We're right next to Omicron, a smaller building connected to the main site. Can't you tell? No, my view is pretty limited. There's some heavy restrictions on my system access. Did you find a power suit? Not yet. Trying to figure out how to get into Omicron, the big building. Oh, okay. Keep up the good work. That's it? You got nothing? Good luck. Thanks. Na nett. Okay, wir haben hier einen Stromausfall, das ist nicht gut. How are you so okay with all this? With what? Being a talking box, for one thing. Not being human. It's not so bad. So... You're not bothered at all by not having a body? I'm getting there. You're making me feel really self-conscious. Come on, be serious. I never felt that comfortable being human in the first place. This isn't much worse. Not being able to move would freak me out. Glad you got the box and not me. Would make it a little easier to help out if I had a body, but you're doing a good job. Just figured being able to stretch a little would give you some ease. My physical constraints don't translate to my experience very well. I feel about as human as before, but as if suspended in air. Which is kind of interesting now that I think about it. Also Catherine hat im Prinzip eigentlich gar nichts dagegen, dass sie jetzt hier in Omni-Tool steckt. Why would this AI, the WoW, bring me here? I don't think we could ever know. I have my own beliefs, but nothing that can be verified. Tell me, why do you think the WoW brought me here? The WoW had a range of assignments, but they all sprung from one single idea. Preserve humanity. When the comet hit the Earth, killing everything, leaving a fraction of humanity left alive, the WoW started to compensate. It's restoring humanity. I think so, but I don't think we share its definition of human. Or life, for that matter. Also passiert das alles hier nur zum Schutz der Menschheit? Ich weiß ja nicht, das kommt mir eher wie ein ganz großer Albtraum an, vor. That's an impossible question to answer. We lack meaningful definitions. Just figured there must be a way to know. To know if this life is worth living. You assume you've changed so much, but have you really? I don't know. I don't feel so different. But the world sure does.
I never realized how much the idea of myself depended on where I am. How do you mean? I miss Toronto. Not because my friends and family are there, but because I know where I fit in. In Toronto, I know who I am. That's an interesting observation. Sehr philosophisch auf jeden Fall. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Oh, was haben wir hier? Power Level. Ah, Fischsphäre. Robot Dogs Substation. Upsi. Machen wir wieder dran da. Mist. Na gut. Vielleicht sollte ich das nicht ganz so weit wegwerfen. On. Soll wahrscheinlich keinen Kurzschluss oder so verursachen. Okay, das habe ich jetzt getan. Also wahrscheinlich mit jedem Kurzschluss, den ich verursache, sinkt das Powermeter, ne? Nee. Da ist nix. Ich liebe solche Rätsel nicht. So. Nee, das bringt mir ja nichts. Das bringt mir auch nichts. Wir sind schon wieder fast am Limit hier. Oh, was steht denn hier drauf? Omikron. Ach so, wir müssen da unten. Ja, natürlich. Natürlich, wir müssen einfach nur hier unten hinkommen. Warum habe ich es mir nicht einfach durchgelesen? Da unten ist Omikron. Da müssen wir hin. Okay. Schnellstem Wege. Mist. Warte mal. Wir haben es gleich. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ungefähr. Ne? Sie wissen schon. Dann ist doch der hier unten aktiv, ne? Dann ist der aktiv und der aktiv und dann ist Omikron aktiv. The terminal just lit up. Haha! So, aber bevor wir jetzt weiter hier diesen Raum erforschen und uns zu Omikron begeben, machen wir einen ganz kurzen Break. Ich hoffe, die Verfolgungsjagd hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt fleißig in die Kommentare und ich würde mich auch sehr über ein Abo freuen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss!